Einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch den ersten Teil der The Dark Picture Anthology und zwar Man of Medan. Alles, was ich darüber weiß, ist eigentlich, dass du irgendwie auf dem Meer unterwegs bist. Und da ich es nur bis Seepferdchen Stufe 1 geschafft habe, ist bei mir heute der Mann, der mit Buchanan das Schwimmen beigebracht hat, der Mann, der die Rettungsschwimmertürme erfunden hat und dessen Kopf das Baywatch-Wappen ziert. Benny! Yeah! Hi, hi zusammen. Hey, Benny. So, wir spielen, wie gesagt, heute Man of Medan. Und bei Man of Medan ist es halt so, man hat eine Gruppe an Leuten. Und es passiert viel in diesem Spiel mit Entscheidungen. Und um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, Bennys moralischer Kompass ist nicht ganz so wie der normaler Menschen. Nein, wir werden es so machen, wir werden, sobald wir vielleicht eine Vierer-, Fünfer-Gruppe haben, werden wir die Figuren aufsplitten und werden uns die Figuren zuweisen. Und Benny wird mir bei seinen Figuren einfach sagen, wie ich mich für sie entscheiden soll. Ja, weil ich bin heute der Spielende. Und damit wir das so ein bisschen so ambivalent wie möglich gestalten und deswegen werden wir das so machen. Ihr könnt also darauf wetten, dass Bennys Figuren wahrscheinlich alle nicht durchkommen werden. Abwarten, hallo, oder meine alle töten, wer weiß. Hallo. So, aber ich würde sagen, Benny, wir starten Man of Medan. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal einen Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Ni dui zhe xie pai you yiwen ma? Ich bin so. Okay. Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Ja, nehmen wir den Bambusstein oder den Drachenstein? Oh, ich bin ja eigentlich für den Drachenstein, ne? Nehmen wir Drachenstein. Kann das Bild sehen. Gauß mir. Du hast was gesehen? Oh, halte gedrückt, um Objekte aufzuheben und um zu sehen. Okay, alles klar, dann gib ihn und wir schauen uns das mal ganz kurz an. Das sieht aus wie ein Fisch? Voll der Lachs, Alter. Hallo. Ja. Dann pack mal wieder zurück hier den Lachsstein. Deine Reife kann aus jeder Richtung kommen. Aber wenn so ein Wind kommt, wird Tod und Unglück bestimmt mit ihm kommen. Tod? Warte, was? Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann?
Hey, Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja? Hältst dich wohl für stark. Im Kämpfen? Klar. Hast du noch einen Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Ich probier's mal. So, ich bin so richtig kacke mit dem Xbox-Pad. Irgendwie. Na, das wird ja was. What shall I do? Oh, wie? Oh, echt. Ja, jetzt ist auf jeden Fall die Maus bestimmt ein bisschen besser als der Pad. Oh, das war, ach, das war scheiße. Siehst du? Ich bin so PlayStation gewohnt. Da ist X unten. KB gedrückt. Shit. In the nut! Oh, what? Damn! Have a nice day. Hey, Chuck. Wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Und damit geht's zurück aufs Boot. Na, war das wieder schönes angeliefert. Waffen. Oder ist das vielleicht etwas Schlimmeres? Oh! Gift. Sich so abgeschossen. Die waren doch noch ganz klar gerade auf dem Weg zum Schiff. Haben wir schnell noch irgendwie 8 Sturzbiere genommen oder was? Und das Schiff legt ab aus der Mandschurei. Nicht gut. Oh nein, ist da Gas drin oder was? Eine biologische Waffe? Scheiße. It's a bad dream, my friend. Joey.
So, okay, alles klar. Dann sind wir wohl Joey auf der Krankenstation und haben gerade ordentlich eine vom Gunny reingezimmert bekommen. Was haben wir hier noch? Ein wunderbares Bild von uns selbst oder was? Was? Ach nee, ist unser Sohn. Warum stellt man das Bild unseres Sohns zu uns in die Krankenstation? Bin ich gerade besoffen auf... Also, was ist jetzt? Da könnte ich mich schon gleich instant aufregen. Was ist das? Besoffen auf die Krankenstation mit ihm, aber stellt ihn das Bild seines Sohns neben das Bett. Ganz wichtig. Das ist mir wichtig. Genau. Das ist wichtig. So, ansonsten muss ich aber sagen, oh, die Grafik ist wirklich, wirklich, wirklich Perle. Da muss man mal ganz klar sagen, Chapeau, Freunde. Oh. 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 Was ist denn da los? War denn unser behandelnder Arzt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, ja, trau dich, nimm den Schlüssel. What is it? What is it for a key? Is it a key? Okay. Sieht ein bisschen wie ein Autoschlüssel aus. Oh, okay. So, komm, wir checken mal nochmal ganz kurz. Aber die Steuerung ist sehr träge. Sehr, sehr träge. Ja, und? Wie? Ohne Reaktion? Oh ja, mal kurz den Mauszeiger hier weg. So. Aber hat der nicht noch irgendwas fallen lassen? Der hat doch irgendwie so ein Notizbuch oder so fallen lassen. Können wir das nicht aufheben? Ja, das... Ich würd's gerne nehmen oder sehen oder sonst irgendwas. Aber... Aber nee. Aber nee, macht er nicht. Will er nicht. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich anders positionieren muss vielleicht. Na, ich glaube, du kommst immer wieder an die gleiche Position zurück. Wahrscheinlich, ja. Oh, der Typ. Oh, Alter, das ist wirklich... Also die Steuerung, die ist jetzt so semi, sag ich mal. Fällt mir mal gleich leider ein bisschen negativ auf irgendwie. Ich will nicht gleich so salty sein hier irgendwie, aber das ist... Weißt du denn, von wann das Spiel ist? Also ich weiß leider nicht, wann das rauskam. Ja, das ist damals auf dem C64 erschienen, so irgendwie. Okay. 85. Sieht man ja. Nee, ich glaube, das ist vielleicht, keine Ahnung, 4-5 Jahre alt oder so. Okay. Oh, gut. Ich meine, das sieht schon wirklich geil aus. Also, das kann man nicht anders sagen, ne? So, kann ich denn rennen oder irgendwas? Oh. 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 Wo bist du denn jetzt gelandet? Ich bin gerade kurz im Menü gelandet. Ich bin eventuell egoistisch, selbstlos, unvorsichtig und unsicher. Ah. Und ich muss Charlie finden. Findet Charlie, okay. Also die Grafik, man muss mal wirklich sagen, also die Grafik ist ja krass. Die ist ja krass. Also ihr kennt ja sonst die Spiele, die wir hier so haben, ja, eher Indie-Spiele. Und da ist, sag mal, die Grafik eher... Ja... so gerade mal ein bisschen besser als normale Pixel-Grafik, ne? Und da ist es natürlich schon krass, wenn man mal so ein Spiel hat, so ein wirklich so ein AAA-Titel. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Ja, wir haben Charlie von... hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Charlie wirkt so ein bisschen dümmlich irgendwie. Ja. Können wir uns noch die Zelle angucken? Ja, tatsächlich. Oh, oh, okay. Oh, guck mal hier. Oh. Guck mal. Ist das denn ein Safe? Das ist das Loch. Haben die nicht gesagt, die sperren ins Loch? Okay, wir haben keinen. Keine Kombination wahrscheinlich dafür. Oh, können wir da... Ah, nee. Ach so. Kommen wir ins Inventar? Wegen dem Schlüssel? Wir können es probieren, aber ich glaube, der Safe war eher ein Drehsafe. Oh, okay, alles klar. Also, Spiel verzeiht nicht sehr viel irgendwie. Ihr drückt halten. Ihr drückt halten und irgendwann kommt Text. Private Charles Anderson legte außer Dienst betrunkenes Verhalten an den Tag, das sich eines Angehörigen der US-Streitkräfte nicht geziemt. Private Anderson stritt mit einem anderen betrunkenen Soldaten. Laut Meinung des verhafteten Offiziers hätte dieser Streit zu einer Schlägerei in der Öffentlichkeit geführt. Daher wurde sichergestellt, dass beide Männer wieder auf ihr Schiff zurückkehrten. Okay, alles klar. Das ist anscheinend laut ZTV der Vorgang, wie es wohl passiert sein könnte. Und hier ist jetzt unsere Aussage wahrscheinlich. Gucken. Brick, Woche 27. Montag. Arthur Miller, Private. Diebstahl, ein Tag.
Haft in Müllers Spind wurde persönlicher Gegenstand eines vorgesetzten Offiziers gefunden. Gegenstand sichergestellt und Besitzer zurückgegeben. Mittwoch, David Davis, Private. Unbefugter Zutritt, 2 Tage Haft, hielt sich ohne Zutrittsbefugnis in Frachtraum 3A auf. Eklatante Missachtung von Befehlen. Freitag, dem Dienstgrad, ich kenne mich leider nicht so mit den amerikanischen Dienstgraden aus, Private Corporal, Private, ja wahrscheinlich Private Corporal, oder drauf geschissen. Louis Brand, Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Ein Tag Haft, war während des Landgangs betrunken und legte ein für Angehörige der US-Streitkräfte unangemessenes Verhalten an den Tag. Robert Reed, Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Ein Tag Haft, war während des Landgangs betrunken und legte für unangemessenes Verhalten an den Tag. Ja, das passiert ja anscheinend sehr häufig. Was willst du denn nur anders machen? Wenn du hier mitten im Vietnamkrieg bist, und ich glaube, wir sind im Vietnamkrieg, ne? So von der Zeit her. Ja. Da kann man auch mal wahrscheinlich mal sich einen hinter die Rüstung römern. Ja, wunderschön. Das ist Blut. Oder hier hatte jemand ganz ekelhaften Auswurf. Da gehen wir mal weg von. Das sieht nicht gut aus. Aber interessiert Joey auch ja nicht so richtig. Nö. Können wir denn rennen? Irgendwie, wir chillen hier so durch die Gänge. Schleich. Was krass, wenn wir überleben. Warte. Oh, Schüsse. Ganz hoch. Drücke am Rhythmus. Ah, okay. Rhythm is the dancer. Genau. Wir müssen cool bleiben, cool, Benny. Ganz cool bleiben. Ich. Ja, okay. Ruhig bleiben. Ruhig, Private. Ist doch einer von uns, also was ist denn... Alter, vielleicht... Oh, so, hier, Gunny! So, Gunny! Okay. Alter, warum haben sie nicht einfach gegrabbelt von hinten, Alter? Zweigen ein! Oh, Alter, was ist denn da ab, ey? Auf wen schießt der? Schießt der auf andere Soldaten? Keine Ahnung, also wurden wir angegriffen? Wird das Schiff gerade irgendwie... Na, wir hatten ja den Blitzeinschlag und dann ist ja irgendwas in diese ominösen Giftsbehälter, ich nenne sie mal beabsichtigt, nur Behälter, eingeschlagen und dann ist er... Was war das? Und ich möchte instant umdrehen und sagen, Tschüssikowski, Freunde. Ich leg mich wieder hin. Ja, und überall ist dieser grüne Nebel irgendwie. Also, ich weiß nicht, vielleicht... Ach so, hier wegen... Wir? Ja, wegen... Ja, genau. Hello. Ja, hello. So, okay. Willst du wirklich da schon reingucken oder willst du nochmal ein Stück weitergehen? Weil wenn du jetzt ein Stück weiter gehst, geht's ja zur nächsten Tür. Da gibt's nämlich auch nochmal so ein Cookie-Lochi. Ja. Cookie-Lochi. Ein Cookie-Lochi. Okay. Wir checken auch gerne mal hier. Was ist denn los? Achso, Alter. Oh nee, ich bin da echt weiter. Nicht fit. Ich bin wirklich nicht fit. Charlie, hilf mal! Mit dem Xbox-Pad. Okay, das wollte ich jetzt. Muss ich drücken? Drücke mehrmals. Oh, los! Zieh durch! Verkackt. Ey, wie oft muss ich denn jetzt hier waschen? Aber Alter. Warte. Ich wollte gerade sagen, warte, geh doch erstmal nochmal zurück. Vielleicht können wir da nochmal weiter. Weil das sieht aus, als ob das. Der Next Chapter ist. Alles. Ja, okay. Gib alles. Oh. Ja, du sagst es. Totale Scheiße. Alter, bewaffnet euch, nehmt euch irgendeine Scheiße irgendwie. Ja, das werden sie doch bestimmt. Der hat sich da drin verbarrikadiert. Naja, wenn Gunny hier ballernd durch die Gänge flitzt irgendwie, dann was willst du machen? Oh, krass. Sollen wir jetzt hier weiter oder sollen wir die andere Tür nochmal checken? Wir können auch nochmal gucken, ob wir die andere Tür checken können. Ich dachte jetzt nicht, dass das ja hier so ein... Point of No Return. Das ist so ein Point of No Return-Ding hier wahrscheinlich wird. Oh, verdammt. Ah, sorry, meine Schuld. Na, kein Problem. Also das wird uns wahrscheinlich noch öfters im Spiel passieren. Dass Benny einfach die falschen Entscheidungen trifft. Nein. Letztendlich lebt ja diese Art von Spiel davon irgendwie, dass du ständig Entscheidungen triffst und dass wie halt so ein Butterfly-Effekt weitere Auswirkungen aufs Spiel hast. Oh, verdammt, Buckley. Oh.
Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Armes Schwein. Aber die sind schon alle recht cool, oder? Also so, hey, Mensch. Ja, vor allen Dingen, der hat ja keine Wunden, kein nichts. Der ist ja einfach durch eine Schockstarre, ist der ja geführt einfach... Der hat sich einfach erschrocken, zu Tode erschrocken. Also das, was du den wahrscheinlich Satz, auch... Lassen wir jetzt mal so stehen. Aber coole Kameraperspektiven, muss man mal sagen. Sie erinnert mich so ein bisschen so an die alte Resident Evil-Zeit. Sehr atmosphärisch, sehr atmosphärisch. Ja, aber dadurch wird die Steuerung nicht leichter. Nee, absolut nicht. Also bitte seht's mir nach, ihr Lieben, um schneller zu gehen. Ich möchte natürlich gerne schneller gehen. Drückst du auch die richtige Taste? LB? Ja, ich gehe schneller. Es heißt also, nicht, dass er rennt. Achso. Geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde alle... ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Bin ich der Einzige? Toll. Oh, okay. Hey, okay. Chuck. Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? Okay. Alter, da vorne liegen die Leichen rum. Oh, nee. Aber vielleicht haben die ja auch Waffen dabei, damit man sich mal vielleicht so ein bisschen aufwippeln kann. Charlie, komm mal her. Shit. Oh, da sieht ein Messer. Ich sehe ein Messer. Oh nee, ein Gewehr. Oh. Oh. Das hört sich gerade an, als wenn er schreit: Mortal Kombat! Okay, gut. Wir haben Waffen. Fühlt mich mal gleich ein bisschen sicherer. Also Joey sieht aber auch nie gut aus, irgendwie. Nee. Ich glaube, Joey sieht's nie gut. Der hat auch so einen ganz, ganz bösen Psychoblick drauf, muss ich sagen. Und schwitzt, er schwitzt ungemein. Das ist ja sehr transparent, der Typ. Ja, wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier wirklich ein Kind an Bord ist, Alter? Komm doch mal klar, Junge. Also ich hoffe nicht, dass er, auch wenn es ein Kind ist, darauf schießt. Auf Kinder schießen ist keine Option für mich. Oh Gott, nein! Charlie! Er dreht doch am Rad, oder was? Oh oh. Who's that boy? Wenn er ein Messer in der Hand hat, ist es Charlie. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh nein, shit. Nein. Nee, sollte ich nicht machen. Okay. Was ist denn jetzt los? Er hat seinen Fakt. Naja, er war ja schon 21. Oh, wow. Okay. Aber du hast jetzt auf ihn geschossen und hast durch ihn durchgeschossen? Ja. Mayday! Mayday! Irgendjemand da? Hallo, hört mich da draußen jemand? Ach, komm schon, verdammt! Was ist das?
won't you spare me over till another Hallo und willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos.